Heute bei uns im Studio die stellvertretende Geschäftsführerin und Konzernleitungsmitglied von der Basel Kantonalbank. Herzlich willkommen im Baselcast, Regula Bago. Dankeschön vielmals, habe mich sehr aufs Gespräch gefreut. Regula, gerade zum Anfang, der Aufsteller und Ablöscher von deiner Woche. Der Aufsteller, dass wir ganz schöne Ostertage hatten mit der Familie, haben sie können miteinander geniessen. Der Ablöscher, da gibt es nicht viel, wenn der Tag so sonnig startet. Und wenn ich darf bei euch sein, gibt es doch keinen Ablöscher. Politische Antwort. Das heisst, du bist einfach ein positiver Mensch. Durchaus, das ist ganz wichtig im Leben, ja. Ich probiere mich ja immer auf einen Gast vorzubereiten und ich gehe dann auch googlen und schaue und die Lebenslauf habe ich natürlich auch gefunden. Jetzt sehe ich hier, du hast eigentlich eine klassische Karriere gemacht, Rechtswissenschaften und dann der Wechsel in die Finanzindustrie. Ist das ein Plan gewesen von dir? Nein, überhaupt nicht. Dass ich wollte Recht studieren, das war mal Plan gewesen. Das habe ich schon sehr früh wollen. Dann nach dem Studium ist das mehr oder weniger per Zufall dann so gekommen, dass ich eine Stelle angenommen habe, wo mich dann so ein bisschen die Finanzbranche rein begleitet hat. Und das war die Übernahmekommission gewesen, das ist so eine Subkommission von der FINMA. Und ich habe dann dort gearbeitet und hatte plötzlich das Interesse, sowohl rechtlich, aber auch verknüpft mit den Finanzwissenschaften bekommen. Und bin dann durch das reingerutscht, ja. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen weiter vorne an, weil mir geht es immer ein bisschen darum, den Menschen zu zeigen hinter der geschäftlichen Position, die man vielleicht auch kennt. Die Gesicht hat man jetzt doch. Seit 6 Jahren bist du bei der Basler Kantonalbank. Korrekt, ja. Ja. Und ich habe dich schon ein paar Mal gesehen an den geschäftlichen Anlässen. Mhm. Es fällt dann auch immer auf, weil die Männer sind doch noch wahnsinnig dominierend in den, bei diesen Jahresversammlungen. Das ist so, ja. Von dem her nimmt es mich unter, was du für einen Weg gemacht hast, vielleicht auch als Vorbild für andere, wo der gleiche Weg gehen wollen. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Loschdorf-Solothurn aufgewachsen, ganz in einem kleinen Örtli, wo ich dann noch so ein bisschen ausserhalb in einem Weiler gewohnt habe und einige Kilometer jeden Tag durfte in den Kindergarten und dann in die Schule mit dem Velo fahren. Und das war damals noch normal gewesen. Das war sehr normal. Das Taxi hat es dort noch nicht gegeben. Überhaupt nicht, nein. Und ich hatte den kleinsten Gang immer rein da und bin dann bekannt gewesen als die schnellstradelste Loschdorferin. Du hättest aber keinen Preis gegeben. Ja. Es gibt doch so den schnellsten Arsch oder den schnellsten Einacher. Ich hätte gewonnen. Und was hast du für ein Elternhaus gehabt? Sehr behütet. Ich habe 2 Brüder, 2 ältere Brüder. Wir haben sehr viel Schönes miteinander erlebt. Sind in diesem Weiler eben oft miteinander im Wald. Wir haben dort mitgeholfen, holzen. Wir haben oft auch mitgeholfen im Garten. Und das war sehr, sehr behütet schön gewesen, ja. Und vielleicht noch, was so ein bisschen mehr auszeichnet, ich habe sehr gerne immer mitgearbeitet. Und statt irgendwie im Wald nichts machen, habe ich wirklich auch immer mitgemacht. Und das hat sich dann auszeichnet, dass ich statt mit dem Kinderwagen, mit dem Kinderbaby, bin ich mit der Bohrmaschine rumgefahren im Kinderwagen. Dann hätte man aber auch davon ausgehen, dass du vielleicht mal einen handwerklichen Beruf lehrst. Ja, da hätte vielleicht auch der eine oder die andere auf das gewettet. Nein, es hat mich dann eben eher auch ein bisschen durch Zufall in die Finanzwelt hineingebracht. Ich bin ja noch zwischendrin einmal so ein bisschen im Rechtshistorischen unterwegs. Ja, jetzt hast du gerade einen grossen Schritt gemacht. Ja, ja. Schule. Ja. Normale Schulzeit. Bin ich bis die 5. Klasse bin ich in Loschdorf in die Schule und habe dann Gymi-Aufnahmeprüfungen gemacht und habe dann auf Olten gewechselt. Dann kann man dir sagen, wo ist das nächste Gymi, wenn du in Loschdorf bist? Das ist in Olten. Und ja. Wie weit ist das weg? Das ist etwa 4-5 Kilometer auch wiederum mit dem Velo oder mit dem Bus. Hast du auch mit dem Velo, ja. Ja. Also da dann bist du treu geblieben? Durchaus, ja. Fährst du heute noch? Auch heute fahre ich noch Kundenanlässe mit dem Velo, sehr beliebt. Also wenn ihr mal dabei seid, noch so gern. Rückt das nehmen auf die Liste. Und dann hast du das Gymi gemacht in Olten. Wie hast du die Zeit erlebt? Was bist du für eine Schülerin gewesen? Ein absoluter Streber. Ich war sehr gut im Latein. Wir hatten noch 8 Jahre Gymi. Und ich meine, wenn man gerne lernt und wenn man gerne auch gut ist, dann ist Latein prädestiniert. Und entsprechend bin ich dort top. Mein Ziel war immer, mindestens den Lehrer herauszufordern.
Aber ist dir dann einfach auch einfach gelegen? Also hast du, wenn du sagst, Top-Schülerin und Streberin, dann ist das eine, dass du total verkrampft bist und die Noten erreichst und das andere ist, dass du es eigentlich mit links machst. Was? Ja, ist, glaube ich, eine Kombination. Ich war sehr strebsam und habe effektiv auch viel für das gemacht, um das Ziel zu erreichen. Aber ich habe irgendwann auch Fähigkeiten angeeignet, um schneller zu lernen, schneller aufzunehmen, vielleicht auch Zusammenhänge zu erfassen und so auch können die Themen behalten. Hat es dort schon jemanden gegeben in der Schule, der dich schon inspiriert hat? Oder ist der Lehrer dort eher eine Herausforderung gewesen? Ich war eine Herausforderung für die Lehrer. Nein, schlussendlich gibt es, ja, sowohl in der Schule wie auch in meinen beruflichen Stationen immer Leute gehabt, wo ich geschaut habe, was können die, wie gehen die Themen an, wie gehen sie Probleme an, wie agieren sie und was wirkt. Und sowohl in der Schule habe ich so auch die Lehrer eingeteilt, wie aber auch dann im Verlauf von den verschiedenen Stationen habe ich sehr viel profitiert von meinen Kollegen, aber vor allem auch von den Vorgesetzten. Also ja, die Lehrer sind schon wichtig gewesen und ich habe dort auch unterschiedliche Qualitäten kennengelernt. Dann hast du dich irgendwann für ein Studium entschieden. Es war völlig klar gewesen, dass du in die Richtung gehst. Was ist noch zur Auswahl gestanden? Nein, es war eigentlich völlig klar gewesen. Es war keine Auswahl gewesen. Für mich war klar gewesen, aus. Es war für mich nicht so ein Excuse gewesen, wo vielleicht die einen oder anderen sagen, ich weiss nicht was. Also nehmen wir etwas, wo man überall näher einen Job findet. Für mich war klar gewesen, ich wollte aus studieren. Es war mir aber nicht klar gewesen, welche Richtung näher zu gehen ist. Und dort bin ich dann offen gewesen. Wo ich unklar gewesen bin, alt ist so in der Mitte, gehe ich auf Basel, das wunderschöne Basel, gehe ich auf Bern oder Zürich oder noch weiter. Und es ist dann aufgrund von Kollegen dann Bern geworden, das muss ich eingestehen. Das ist ja nicht schlimm. Die Schweiz ist ja klein. Das also ich so. Finde immer, wir machen eine zu grosse Sache um die verschiedenen Städte und Regionen in der Schweiz. Wenn in einem anderen Länder fährst du ja 4 Stunden nur schon durch eine Stadt durchfahren. Durchaus. Es sind aber alle anders, alle Städte und alle sehr schön von einer anderen Seite auch anzuschauen. Und somit ist auch Basel anders wie Bern oder auch wie Zürich. Und das ist faszinierend. Dass wir die Zeit ein bisschen einordnen können. Was war damals die Lieblingsserie im Fernsehen, die du geschaut hast? Wahrscheinlich war es MacGyver. Da gibt es heute wieder. Der ist wahnsinnig schlecht in der neuen Version. Ja. Nicht einmal, oder 10 Minuten mal reinzapft. Da muss ich sagen, ist nicht das Gleiche. Aber so mit dem Sackmesser ist halt schon beeindruckend, wenn alles irgendwie geht. Ja, MacGyver, gut, okay. Okay, und nachher hat es irgendetwas gegeben, wo du im Studium bist, dort so, bist du mal so in der Party-Tiger gesehen oder hast du die Linie durchgezogen? Ich meine, man kann ja auch intelligent sein und gute Noten machen und trotzdem nebendran ein bisschen. Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Das ich bin das sehr oft. Ich habe sehr früh schon sehr viel auch gearbeitet neben dem Studium. Für mich war es immer wichtig, unabhängig zu sein. Ich wollte nicht meinen Eltern auf der Tasche legen. Und irgendwann geht es schlicht dann wirklich nicht mehr auf. Gut sein wollen in der Schule, dann wollen noch viel arbeiten, weil man möchte Geld verdienen. Und dann vielleicht schon die ersten Partner haben. Das, alles hat dann einfach keinen Platz. Und dann, also so, ich war kein Party-Tiger, das überhaupt nicht. Nein. Aber du bist ja wahnsinnig reif gewesen. Also so, ich meine, irgendwann hat doch jeder mal die Phase. Nein, es gibt da nichts, was man rausholen kann. Und auch wenn das Internet damals noch nicht so viel aufgezeichnet hat, würde man nicht allzu viel finden. es gibt nichts, wo ich irgendwie jetzt sage, dort habe ich voll über die Stränge geschlagen. Wenn du sagst, Geld verdienen, was sind denn so die ersten Jobs gewesen? Sehr breit. Also ich habe bei Passaggio, das ist im Catering-Umfeld angefangen, habe dort schweizweiten Einsatz gehabt und sehr, sehr gut mit jungen Jahren gut verdient. Bei dann weiter ins Buchzentrum Hegendorf. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber jedes Buch, das in der Schweiz verkauft wird, muss zuerst registriert werden. Und das habe ich dann dort gemacht, also ein Logistikzentrum. Sehr anspruchsvoll gewesen, auch eine andere Welt.
bin dann auch parallel am Arbeiten gewesen und dann zu der Übernahmekommission als Assistentin. Habe dann parallel auch schon im Rechtshistorischen Institut an der Universität Basel als Bern, schon ein Freudsche, gearbeitet. Und zwar, weil ich so gut Latein haben konnte. Das hat dann geholfen. Das hat dann geholfen. Das hat dann geholfen, ja. Die meisten sagen ja, warum lehre ich das, brauche ich nie mehr. Ja. Nein, das hat sehr geholfen für die Rechtshistorie, für gewisse alte Schriften auch neu zu übersetzen. Das war so die Zeit gewesen, eben 2004 bis 2007, wenn ich da auf dem Land Das ist aufhöre. Richtig, ja. Genau. Und dann, wie ist es weitergegangen? Ja, denn bei der Übernahmekommission haben wir, das ist so die 2006, 2007 Zeit, ist so eine Phase von ganz vielen Übernahmen in der Schweiz. Also wenn ein Unternehmen in der Schweiz kotiert ist, dann beurteilt die Übernahmekommission das Verfahren. Es gibt ja gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und in dieser Phase sind dann auch Themen auf den Tisch gekommen, die Finanzbranche sehr nahe sind. Und so, dort hast du sehr schon mal eigentlich einen Kontaktpunkt gehabt, dann, so. Ja, genau. Ja. So ist das gekommen, dass man dann so Beteiligungsstrategien, Aufbau von Beteiligungen hat müssen analysieren bei der Übernahmekommission. Und dort ist dann der Zeitpunkt auch gekommen, wo ich gefunden habe, jetzt wäre es gut, wenn ich mal eine Festanstellung hätte nach der Uni. Also sprich, ich war dort noch bei der Uni. Gewesen. Und 2007 habe ich abgeschlossen und dort bin ich dann gerade zu der Zürcher Kantonalbank gewechselt. Und gerade Mitglied der Direktion? Nein, zuerst bin ich ganz einfach Prokuristin gewesen, und dann Kader und dann Direktion. Und das ist aber schon noch anspruchsvoll gewesen, dort hinzukommen. Bis 10 Jahre bist du auch. Ja, ja, genau. Also auch, ja. 10 Jahre bist du da gewesen. Und haben die Zürcher auf Basel vorbereitet? Nein, keine Sprüche. So ist Jetzt habe ich gerade vorher gesagt, dass es nicht so eine Rolle spielt. Ja, ja, wie hast du das erlebt? In Zürich, ich meine eben, der erste Job. Erzähl ein bisschen deine Erfahrungen. Wie war es auch als Frau? Mir nimmt das einfach Wunder, weil es ist einfach nicht ein Klischee. Wir probieren wirklich, Frauen einzuladen im Podcast, aber es gibt weniger und die, die es gibt, die sind zurückhaltender. Ja, für mich ist es ein Luxusthema, aber für mich war es nicht ein Job gewesen, sondern ich habe immer das, was ich gemacht habe, gerne gemacht. Und das ist egal was. Ob ich jetzt im Buchzentrum die Bücher ausgemessen habe und auf das Laufband da habe oder ob ich bei der Zürcher Kantonalbank Derivatverträge verhandelt habe. Ich habe immer wollen, in diesen Themen auch etwas entwickeln, etwas daraus machen und auch weiterkommen im Thema. Und so war es auch bei der Zürcher Kantonalbank gewesen. Für mich war es wichtig, in diesen Themen, die ich dort betreue, dass ich die bin, die man anfragt von der Bank, aber auch von der Branche, wenn jemand eine Frage hat. Und das hat mir geholfen, dass ich in der Sache einfach immer irgendwo einen Schritt weiter war bei allen Themen als mein Umfeld. Und dann ist auch nicht, dann ist nicht Frau, Mann und komme ich jetzt weiter, sondern Qualität. Ich habe über das, über die Freude an der Sache und will dort auch Expertin sein. Mehr entwickelt. Und ja, es war ein Männerumfeld, noch viel stärker damals. Ich bin gestartet im Handelsumfeld. Ich habe für den Handel von der Zürcher Kantonalbank alle Verträge gemacht. Und dann kam ja die Finanzmarktkrise in dieser Zeit, gerade kurz darauf ab, als ich gestartet habe. Und dann musste man auch das Ganze mal können richtig einordnen, auch Sicherheit schaffen. Und dann ging es darum, eine neue Finanzmarktregulierung aufzubauen. Und das ist ja eigentlich eine tolle Sache, weil es wird alles neu gemacht. 100-jährige Geschichte wird neu gemacht, weil es diese Krise gegeben hat. Und dann war mir klar, da will ich eine Rolle spielen. Ich will Teil sein, ich will die mitgestalten. Und somit bin ich wieder in meinem Element gewesen. Und das ist nicht, das ist in dieser sehr zwar, wie soll ich sagen, männerdominierten Welt, ist wieder um die Sache gegangen. Und die Akzeptanz war gerade da gewesen. Aber ja, es hat natürlich auch Sachen gegeben, wo es Unterschied gegeben hat. Das ist so. Ja, aber ich spüre das bei dir jetzt so, dass das, ich kann das völlig nachvollziehen. Also mit deine Qualität, die du da anlegst und dein Wesen, wie du an die Sachen herangehst, das überzeugt. Dankeschön. Du begeisterst mich jetzt gerade. Dankeschön vielmals. Ja. Also jetzt sind wir bei der Zürcher Kantonalbank und nach 10 Jahren
Du hast vorher etwas gesagt wegen Familie, darum getraue ich mich jetzt zu fragen, wann ist denn dein Mann in dein Leben gekommen? War das noch in Zürich gewesen? Schon? Ja, das war im 2008 gewesen, ja. Also in dieser Zürcher Kantonalbank-Zeit. Mhm. Er ist ja vom Zürich-Piet, genau. Das ist so. Weil jetzt, irgendwann ist ja der Wechsel dann auf Basel hat stattgefunden, oder? Bist du zuerst zu der Bank Claire? Nein, das ist nicht so. Ich bin nicht zuerst zu der Bank Claire, habe aber dürfen gerade am Anfang die Vollübernahme von der Bank Claire begleiten. Aber nein, ich habe den Glücksfall, ich habe einen Anruf gekriegt von Basel, wo ich mich sehr gefreut habe. Und zwar von einem ehemaligen Kollegen, den ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Und der hat mir gesagt, hey, der General Counsel von der Basler Kantonalbank wird frei. Du musst kommen. Und dann bin ich total aus einer Wohlfühlsituation rausgerissen worden und habe mich dann aber gerne auf das Gespräch eingelassen. Und es hat dann ziemlich schnell geklappt. Zum Glück, weil es ist eine tolle Bank und es ist ein wunderbarer, dynamischer, wunderschöner Ort. Also Basel ist toll und ich bin jetzt pudelwohl hier. Ja, ich war dann 3 Jahre General Counsel von der Basler Kantonalbank und dann von der Bank Claire, also von beiden Banken. Mhm. Und dann ist dann das Thema gekommen, möchtest du nicht den Vertrieb übernehmen? Und das ist natürlich, das ist super, wenn man so eine Anfrage bekommt, das Vertrauen, das einem da geschenkt wird. Und die Möglichkeit, das ist für mich dann klar. Und ich liebe Leute. Ich habe Leute gerne. Ich habe deshalb gewusst, das muss es sein. Ja. Wie lange hast du pendelt, bevor du dann entschieden hast, nach Basel zu ziehen? Oder wohnst du jetzt überhaupt in der Region? Oder jetzt wird es heiko. Nein, also los, es ist ja so. Ich bin 14 Stunden am Tag hier in Basel. Ich bin sehr gerne mit ganz vielen Basler unterwegs, in vielen Vereinigungen. Aber ich tue ab und zu heimreise und heim ist nach wie vor Stockwerkeigentum im Zürich-Piet. Bin aber am Umschauen, dass man dann auch mal ein bisschen fixer hier sein kann. Aber so. Ich nehme an, dann nutze ich ÖV, dann kannst du im Zug noch arbeiten. Teils. Ja. Oder haben die schon Fahrer? Ich meine, in den grossen Filmen haben die Leute aus der Geschäftsleitung von der Bank nicht mehr fahren. Werden sie abgeholt am Morgen? Nein. Haben wir nicht. Definitiv nicht. Und das wird es auch nicht geben. Vielleicht mal beim Velo, dass ich vorhin hocken kann. Ja. Okay, aber das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben. In anderen Ländern fährst du in der gleichen Stadt genauso lange wie halt hier von der einen zur anderen. Total. Nein, also in Basel läuft man auch. Auch wenn es Tramli beeindruckend ist, aber hier laufe ich jeden Weg. In Basel. Basel ist die Stadt der kurzen Wege. Ja, durchaus. Und jetzt, wie hast du mit deinem Wesen, was hast du reingebracht im BKB? Das ist gut. Das müssen wir jetzt eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen fragen. Du bist in einer Position, wo du kannst entscheiden. Und du bist jemand, der entscheidet. Wenn, das ist so. Wenn es um die Leute geht, wir können alles erreichen. Und wir können es miteinander erreichen. Und ich bin Teil vom Miteinander. Und es geht nicht um Abgrenzen, sondern um gemeinsam vorwärts zu kommen. Und wie mache ich das? Oder was ist dort mein Thema? Als Beispiel, als ich in Vertrieb gewechselt habe, ist es mir wichtig, dass ich mit allen 170 Leuten ein Kennenlerngespräch führe. Und das ist mir wichtig. Und das Gespräch war auch sehr wertvoll, um sich gegenseitig kennenzulernen. Es ist immer ein Mensch dahinter und es ist ein Gesamtes, das dann muss funktionieren muss. Und sie müssen auch mehr, ich habe meine Stärken und Schwächen kennenlernen, wie ich ticke. Also das ist das eine. Dann gibt es bei mir Walks and Talks. Das heisst, man kann jederzeit mit mir ein Thema, ein kritisches auch bei einem Walk diskutieren, wenn man vielleicht mal in dieser gewohnten Büroatmosphäre nicht weiterkommt. Ich bin sehr gerne und da vielleicht einleitend, du hast gesagt, man trifft mich immer an den Kundenveranstaltungen, also, an den Events. Das ist nur, weil ich dort bin, ja. Das ist so, ich liebe Leute kennenzulernen, Geschichten kennenzulernen, zu lernen von den Leuten, wie sie mit Situationen umgehen. Und es ist auch die Erwartungshaltung von mir, dass meine Leute im Vertrieb, meine Kolleginnen und Kollegen auch die Neugierde haben, der Stolz über das Unternehmen, dort arbeiten dürfen und rausgehen und das teilen.
Wie hast du dein Netzwerk aufgebaut? Jetzt aus der, wenn du von Zürich kommst und jetzt hier Leiter Vertrieb bist, und natürlich hat wahrscheinlich BKB auch Kunden in Zürich, aber nichtsdestotrotz ist es ja gleich gut, wenn du vor Ort ein Netzwerk hast. Jetzt bist du ja eigentlich neu auf Basel gekommen und hast fast ein bisschen bei Null müssen anfangen. Ja, durchaus. Obwohl alt ist jetzt auch nicht allzu weit. Von dem her sind wir schon früher oft hier gewesen. Wie habe ich mein Netzwerk aufgebaut? Das eine ist mein unmittelbares Netzwerk. Also meine Kolleginnen und Kollegen vom Unternehmen, von der Basler Kantonalbank, wie von der Bank Claire, wir müssen miteinander. Wir müssen uns kennen, wir müssen uns vertrauen und das ist mal Netzwerk heiss. Mhm. Dann geht es natürlich weiter in die Stadt, in die Vereinigungen und da gibt es tolle Vereinigungen, wo ich auch sehr gerne dabei bin. Beispielsweise Rotary Basel am Rhein, vor rund 3 Jahren gegründet. Ein Frauenclub? Wunder- ja, wir sind im Moment nur Frauen, das ist so. Und zwar wunderbare Frauen mit alles unterschiedlichen Hintergründen. Und also es ist toll, ich bin sehr gerne dabei. Es ist eine dynamische Vereinigung, wir haben es gut miteinander und das hilft sicher. Auf der anderen Seite bin ich auch weitere Vereinigungen, wie beispielsweise Basler Investors Club. Auch wieder eine andere Perspektive. Auch sehr spannend. Gute Vorträge, gute gesellige Öben. Oder dann auch im Bauforum. Ganz wichtig, das Bauwesen hier vor Ort, aber auch ein bisschen über Grenzen aus. Und dort tut man sich unterstützen, tut sich fachlich austauschen und entsprechend gibt es ein Netzwerk. Du hast dir aber jetzt diese Sache jetzt nicht aus geschäftlichen Gründen ausgesucht. Also jetzt zum Beispiel das mit dem Bau. Oder ist das etwas, wo du sagst, nein, diese Branche wäre von mir wichtig? Oder ist es eher dann über einen Menschen, den du dort kennst? Es geht alles ein bisschen ins Gemeinsame rein. Selbstverständlich hilft es mir auch, ein besseres Verständnis über die Baubranche zu generieren. Aber man geht und setzt sich auch gerne ein, wenn das Menschliche drumherum stimmt. Und entsprechend ist es so ein bisschen ein gemeinsames. Ich habe das sehr gern, mache ich das auch privat. Aber es unterstützt natürlich auch das geschäftliche Know-how und entsprechend hilft es auch. Yeah. Weißt du, wie viele Follower du auf LinkedIn hast? Nein, das weiss ich nicht. 2845. Und was spannend ist, eben die meisten kommen genau aus diesen drei Branchen. Also es hat sehr viele Kantonalbanken, es hat sehr viele Rechtswissenschaftsleute. So. Und dann hat es so die dritte Gruppe, die den Beruf nicht angeht oder die nicht so klar sichtlich sind. Mhm. Also bei LinkedIn natürlich schon, bei Facebook nicht. Dort ist spannend, dass du zwar einen Account hast, aber sehr auf Sparflamme fährst. Ja, also Facebook, das habe ich nicht mehr aktiv. Das habe ich wegen einer Klassenzusammenkunft mal reaktiviert, weil man sich über diese Plattform gefunden hat. Aber betreibe ich nicht. Ich finde, man muss so Plattformen dann eigentlich auch pflegen und muss sich auch dort fokussieren. Und entsprechend bin ich auf LinkedIn und dort, das ist jetzt für mich nebst privat auch geschäftlich. Das heisst, ich würde dort jetzt nicht gross auch private Themen posten, sondern dort geht es wirklich darum, dass ich aufzeige, wo wir aktiv sind, wo wir auch geschäftlich weiterkommen und vielleicht auch mal der ein oder andere Verein, wo ich like, was dort auch gerade aktiv läuft. Aber es ist nicht rein privat zu nutzen. Wir sind schon fast am Ende. Vielleicht noch einen letzten kleinen Ausblick, ein bisschen nochmal, dass wir dich privat besser kennenlernen. Was für eine Serie schaust du im Moment? Uiuiui. Ja, die Serie sagen immer wahnsinnig viele Menschen aus. Was schaue ich im Moment für eine Serie? Ich habe über den Ostertag wieder 24 vorgenommen, Staffel 1 geschaut. Nostalgikerin. Was machst du am Ende von einem langen Tag zum Abschalten? Laufen, möglichst nochmal bewegen und den Kopf auslüften und auf frische Gedanken kommen.
dass irgendeine Sportart oder so, weil bis jetzt eben auch da, hast du irgendwelche Hobbys noch, die du betreibst oder gar keine Zeit für das? Nicht abschliessend recherchiert, hä? Alphornjoggen. Was? Alphornjoggen? Alphornjoggen. Was ist das? Ich habe ein Alphorn. Das ist, kann man in drei Teile, ein Holzhorn. Und das kann man in drei Teile aufteilen und dann kann man da die zusammenstecken, in einen Sack tun und auf den Rücken binden. Und weil man Alphorn schlecht in einer Stockeigentümergemeinschaft kann üben, jogge ich dann mit dem Alphorn auf dem Rücken in den Wald, tue das Alphorn ausbreiten und tue dann üben. Dann habe ich Sport, Bewegung mit Musikalischem verbunden. Und also ist das ein Sport, wo du erfunden hast? Oder gibt's ja, nein. Die Waffenläufer kenne ich, aber den Alphorn-Joggo. Das war die nächste Frage. Gibt es irgendetwas, wo die, viele Menschen würde überraschen würden, wenn sie es über dich würden erfahren würden? In dem Fall ist das Alphorn-Joggo. Ja, ich mache jetzt gerade im Sommer, ist Klevenal, probieren wir ins Guinness-Buch von den Rekord kommen mit über 500 Alphorn-Spielerinnen und Spielern. Dort mache ich natürlich auch mit. Super. Was ist das Mutigste, was du je gemacht hast? Oder etwas Mutiges? Fallschirmspringen war für mich mutig, weil mittlerweile kommt so langsam das Thema Höhenangst. Das ist so eine Altersfrage, glaube ich. Ist das damals, hast du dort noch einen Leiden vergumpen oder einen Tandemsprung? Nein, es war ein Tandemsprung. Ich kenne einen älteren Herr, der hat mir erzählt, 2 Stunden Vorbereitung und hat ihn aus dem Flug geschmissen. Heute ist das anders. Also, das war ein Tandemsprung. Das war Tandem, ja. Und wie lange hast du ihn vorbereiten? Gar nicht. Kleine Einführung gar vom Lande. Möglichst wenig, ganz ehrlich. Weil sonst tut man sich noch überlegen. Okay. Hey, ich danke dir. Ist spannend gewesen. Gibt es noch irgendetwas, was du noch erzählen willst, was du noch nie über ihn erzählt hast? Wir müssen ja noch Zeit und Themen haben für das nächste Mal. Yeah. Kann man noch davon ausgehen, dass irgendwann einmal, BKB hat jetzt Jubiläum gehabt, dann hättest du eigentlich können, irgendein Ständchen spielen mit dem Alphorn. Das war jetzt noch ein Social Media Track gewesen, wo angekommen war in Basel. Da schauen wir, dass sich das mal realisieren lässt. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Dankeschön dir. Merci. Das war Regula Berger, die stellvertretende Geschäftsführerin und Konzernleitungsmitglied der Basler Kantonalbank. Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.